Was liebe ich diese Töne? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ihr seht es links, Friday the 13th, the game. Das ist der liebe Jason oder der weniger liebe Jason. Das ist sein Schritt. Auch der ist sehr wichtig, ja. Das ist seine Axt, die sehr viele Counselors hier das Leben kosten wird. Ja, ein neues Let's Play hier auf meinem Kanal. Heute noch so als Start eine Einführung. Was kann das Spiel, was macht das Spiel, wie funktioniert es und so. Und dann hoffentlich in den nächsten Tagen zusammen, was heute am Release-Tag noch ein paar Probleme hat, aber wir kriegen das hoffentlich gelöst. Wie viele Teile es geben wird, wann es kommen wird, weiß ich alles nicht genau. Immer mal wieder vielleicht, ja. Wir schauen mal vor allem auch, wie es funktioniert. Ich hoffe erstmal, dass es qualitativ einigermaßen ist. Ich habe ein ganzes Weilchen gebraucht, hier ein anständiges Setup zusammenzubasteln. Aber wir schauen mal. So, Connecting. Ich habe bisher auch noch wirklich 0,0 gespielt. Naja, was heißt 0,0 gespielt? Ich habe die Beta gespielt damals. Höhe Weihnachten war das. Und ihr seht es da unten. Ja, Level 1, kein Fortschritt. Ich habe noch nicht gespielt. Kann also nicht mal nur sagen, ich habe nicht gespielt. Ich habe noch nicht gespielt. Und ja, bisher habe ich nur die Soundoption rumgespielt. Das ist fast eine Stunde. Aber ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen. Wenn es noch nicht ganz optimiert ist, dann ist das hier ein Learning by Doing. Ich werde es sicher noch optimieren in den weiteren Folgen. Auch wenn ihr dann andere Stimmen noch hört, wenn wir die nächsten Folgen rausbringen, dann muss ich ja noch ein bisschen mehr schrauben. Aber wir hoffen, dass wir das hinbekommen. Ja, also wir gucken mal hier so ein bisschen durch. How to play, customize und sowas. Dann machen wir noch ein Spiel und das ist dann die erste Folge. Ja, also how to play. Wir fangen mit Jason an. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das vorlese. Macht man eigentlich bei einem Let's Play, ne? Aber es sind relativ viele Bildschirme, wenn ich euch aus der Beta richtig in Erinnerung habe. As Jason, your goal is to hunt down and kill all of the counselors present on the map before they are able to evade your clutches. As a counselor, your goal is to survive by any means necessary. By any means necessary. Nation of Domination. Grüße an die Wrestling-Fans. There are multiple options of escape. Surviving to the end of the round, repairing and driving the car to an exit, calling the police and running to them as they arrive. Or, of course, the option exists to try to defeat Jason by attacking him, if you dare. Ja, ich denke, viel mehr werde ich auch gar nicht vorlesen. Die verschiedenen Kräfte, Morphen, Morph, Sense, Shift, Stalk, Rage. Jason will be able to morph from the beginning as other abilities unlock over time. Each ability has a cooldown that rewards careful planning. Jason Morph Ability will allow Jason to quickly navigate the map. Jason's sense primarily focuses on detecting counselors. Das habe ich in der Beta auch schon gesehen, dass man so dann weiß, dass jemand in einem Haus ist oder kurz vorher noch war, man aber natürlich nicht weiß, wo in dem Haus dann der Überlebende oder der Campbewohner da ist. Jason Shift can allow Jason to quickly cover short distances. Ah, genau. Wenn man das levelt, kann man länger das anhalten. So kann man durch die ganze Map fliegen. Ja, ich mache gerade so eine Handbewegung, was ihr nicht seht, weil ich habe keine Kamera an. Ich mag das übrigens nicht, bei Computerspielen die Kamera anzumachen, weil es vom Spielgeschehen ablenkt, meine Meinung. Jason's Stalk will give Jason a chance at sneaking up on unsuspecting prey. Okay. Das ist wichtig, weil in der Regel merkt man das, wenn Jason in der Nähe ist. Ist ähnlich wie bei Dead by Daylight, erhöhter Herzschlag und sowas, ne? Rage for Jason is the ultimate ability. Upon automatic activation, Jason's abilities are heightened significantly and he is able to burst through doors and some walls scattered throughout the camp. Das ist also der Grundbildschirm für Jason. Can perform a variety of kills. Ja, genau, die kann man freischalten. Je länger man, je häufiger man spielt, kriegt man Bonuspunkte, hier CP und Customization Points. Das, da steht's. Und mit denen kann man dann wieder weitere Todesarten freischalten und weitere ja, Fähigkeiten. Ja. Context kills are kills that Jason can perform using the environment around him. After grabbing a counselor, context kill locations will appear on objects where they can be performed. Walk over to a kill spot and interact with it to perform the kill. Interesting.
Jason also has access to two physical tools to increase his lethality. Das kenne ich gar nicht, das Wort. Lethality. Also lethal kenne ich, aber lethality als Wort kenne ich gar nicht. Throwing knives and homemade bear traps. Okay, also Messer werfen und Bären fallen. Interesting. Kann man übrigens Jason auch drin gefangen nehmen. Wenn er durch die Tür kommt, kannst du am Eingang hier eine Falle legen und dann, ja, wir werden das alles über eine gewisse Zeit hier zusammen rausfinden. Jason can destroy a variety of things. Genau, Fenster kaputt machen. So kann man dann nicht mehr durch die Fenster durch oder verletzt sich dabei, wenn sie kaputt sind. Jason can track counselors down, but they can be very sneaky. Ah, da sind Füße. Da ist jemand unter dem Bett. Hiding, Jason can instantly kill a counselor if he finds them. Interesting. As a counselor, your goal is to survive. Ah, ich bin direkt im Counselor-Overview. Bin ich jetzt direkt... Ah, genau. Bin direkt vom einen in den nächsten. Okay. As a counselor, your goal is to survive. That can be accomplished in a variety of ways. Repairing and driving the car off the map. Calling the police and escaping towards as they arrive. Successfully hiding from Jason throughout the round or even attempting to take him out once and for all. Counselors have a variety of tools at their disposal from the get-go. Also mehrere Fähigkeiten und Gegenstände. Anders als bei Dead by Daylight spielen sich auch die Überlebenden verschieden, weil sie verschiedene Fähigkeiten und Stärken haben. Entsprechend ist das auch ein bisschen ein Rausfinden, was man überhaupt... Ah genau, hier ist Stamina ist sehr wichtig. Das Weglaufen, ja, es ist ein Schleichspiel. Je ruhiger man geht, je ruhiger man läuft, desto eher wird man auch vom Killer, also in dem Fall von Jason, nicht entdeckt. Weglaufen müssen, reicht immer nur diese Stamina-Bar. Ja, wer sie nicht hat, bist du Frischfleisch für den Jason. Repairing vehicles, the phone box and electric boxes is a crucial to reducing fear and gaining means to escape. Genau, Angst ist ein weiteres Element. Man muss möglichst versuchen, zusammen zu bleiben. Alleine sich auf der Map bewegen und irgendwas passiert, erhöht den Angstfaktor und man wird sehr ineffektiv in dem, was man tut. Also beim Reparieren oder was weiß ich was. Ja. Cars and Boats, man kann also mit einem Boot oder mit einem Auto entkommen, wenn man das repariert hat, die jeweiligen Teile auf der Map gefunden hat und entsprechend das Vehicle dann wieder repariert hat, kann man damit entkommen. Aber Jason kann sowohl im Wasser gehen, als auch die Autos einfach zerschmettern. Man muss also trotzdem aufpassen. Police entkommen habe ich einmal in der Beta geschafft. War noch ein bisschen buggy in der Beta, mal gucken. CB Radio in Tommy Jarvis, es gibt hier also ein CB-Funk und wenn einer tot ist, kann man den Tommy Jarvis reaktivieren und der hat eine Shotgun, wie ihr hinten seht. Und dann wird der gestorben ist, nämlich zu Tommy Jarvis. Ja, und dann kann man Jason tatsächlich töten. Ja. Weapons. Counselors, of course, have the option to try and defeat Jason. There are numerous weapons around the map, each having a different amount of damage, stun chance and durability. Ja, also viele verschiedene Gegenstände, mit denen man halt zuhauen kann. Es gibt hier diverse Messer und so, und man dann, hier genau, sieht man ja auch Schraubenschlüssel. Wenn Jason einen nämlich gefangen hat, kann man ihm einfach eine mitgeben und dann entkommen. Was ist das? Funk, ah genau, durch Funk ist man verständigt, was andere machen. Ja, auch das ist sehr clever. Wenn man also, wenn, weiß ich, drei Leute einen CB-Funk haben, also hier dieses Funkgerät, Walkie-Talkie, dann, hört man sozusagen, was die gerade gemacht haben. Dann sagt nämlich die Stimme im Spiel, ich habe die Schlüssel zum Auto gefunden. Die nächste sagt dann beispielsweise, ich habe das Petroleum oder das den Treibstoff fürs Auto gefunden und da kann man sich sammeln am Auto, weil man hat ja dann fast alle Teile zusammen. Das also auch sehr wichtig. Ne? Radio und Fernseher, oder was ich Fernseher weiß ich gar nicht, aber zur Ablenkung kann man anmachen, damit Jason denkt, jemand ist in dem Haus. Und man kann die Türen verschließen. Als ob ich das gerade vor kurzem gespielt habe. Ist echt krass. Man merkt sich das doch, ne? Ist schon ein bisschen her. 5 Monate ist das schon her. Meine Güte. Aber es hat echt Spaß gemacht in der Dings. Hier natürlich dasselbe Prinzip. Perks und weitere Dings. Dann sind wir durch das schriftliche Tutorial durch. Ja. Gucken einmal in den Customize. Spawn Preference. Okay, achso, man kann aussuchen, ob man lieber Jason oder lieber Counselor ist. Ja, grundsätzlich erstmal lieber Counselor. Confirm. Counselor. Vanessa Jones.
increases attack damage with weapons and reduces the stamina cost of combat actions. Ja? Also hier sieht man, Speed ist gut, Stamina ist stark, ja. Dafür also eine gute Weglaufkandidatin. Ja? Nicht freigeschaltet. Hier, Kenny Rydell hat ja alles relativ even. Kann man irgendwie, wahrscheinlich muss man alles erst freischalten, ne? Oder unlocks at Level 97. Holy Bim Bam. Das ist der mit dem tollen Gesichtsausdruck zum Start. Composure. Reduces the rate that fear increases and makes it easier to break free from Jason's grab. Also sie ist weniger angstempfindlich. Ja. Luck, auch wichtig. Increases weapon durability and gives minor increases to many other stats. Halten die Waffen also ein kleines bisschen länger. Und man kann zum Beispiel mit ein bisschen Zufall das Messer, dieses um in den Hals stechen, gleich wieder rausziehen in dem Moment. Dann hat man das Messer gleich für zwei Angriffe parat und wird nicht erwischt. Ne? All das sind so Sachen, die dann... den kenne ich noch gar nicht. Also beide nicht. Eric J.R. La Chapa. Level 10. Gefällt mir. Adam Palomino. Ist das der Kevin Bacon Charakter? Nicht. Oh, ich hab den Film lange nicht mehr gesehen, muss ich zugeben. Okay. Vanessa Jones. Also auf jeden Fall ein Startcharakter. Ich werde natürlich mit einem Kerl irgendwie spielen. Und hier ist... Ja, Grab Kill ist Choke. Und die Waffe hat man nur am Anfang die... Crotch. Oh, ouch. Also mehr kann man nicht auswählen, mehr hat man nicht. Ja. Alles halb so wild. Die weiteren Jasons kann man dann mit Level Progression freischalten. Ah. Obwohl der eigentlich schon fast am coolsten. Ich finde den fast am coolsten. Level 3 Unlock. Die haben natürlich dann auch, wie ihr seht, unterschiedliche Fähigkeiten, also unterschiedliche Startfähigkeiten, ne? Und sind dann entsprechend in ihren jeweiligen unterschiedlichen Fähigkeiten besser ausgerüstet oder auch nicht besser ausgerüstet. Sieht cool aus. Gut. Would you like to... Ah ja, ich habe was geändert, okay. Das ist korrekt. Aber ich kann den doch gar nicht spielen. Muss ich noch... Ich gucke nochmal gleich zurück. Saving Profile Data. Ja, dann mach mal. Faster Movement Underwater. Das fand ich in der Beta mega krass, dass man sozusagen wegschwimmen kann und Jason geht einfach ins Wasser, geht unter Wasser, am Boden des Wassers, geht er weiter und kommt auf der anderen Seite wieder raus, am Fluss. Aber es lebt ziemlich lange. Eigentlich wollte ich auf den wieder zurück. Haben wir denn... Okay, wir haben auch wirklich nur... Aber man könnte schon was einsetzen, ne? CP 500. Mann, Saving Profile Data, warum denn so lange? Komm schon. Ach. Sag mir nicht, es hängt schon das erste Mal. Scheiße. Ja gut, es ist Release-Tag. Es wird noch nicht alles in Ordnung sein. Vielleicht habe ich irgendwas zu schnell gemacht, aber eigentlich gut. Es war nicht... Ich will jetzt gerade Schuld bei mir suchen. Aber das ist, glaube ich, hier eher so ein Problem im Spiel gerade. Aber ich komme auch nicht raus. Dammit! Schön, ich wollte euch alles zeigen und wollte jetzt eigentlich gleich eine Runde spielen und jetzt geht das direkt schon mal daneben. Aber es ist, wie es ist. Gut, dann muss ich hier kurz unterbrechen und bin gleich wieder da und dann starten wir die erste Runde. Friday the 13th, the game! Und ich freue mich wie ein Schnitzel, wa? So, und da sind wir wieder. Jetzt also eine Runde Quick Play. Und dann starten wir mal einfach in das Spiel. Hoffe ich zumindest. Denn ich habe vorhin schon von Lynn gehört, die ihr morgen auch hören werdet. So hoffen wir zumindest. Wir spielen nachher hoffentlich zusammen. Dass das mit dem Zusammenspiel noch nicht so gut funktionieren soll. Also man sich wohl nicht findet oder man sich nicht beitreten kann. Das dann wohl leider das typische Problem eines ersten Tages. Ne? Aber gut, schauen wir mal. Ich fange an mit Eamesen und als Jason nehme ich den, ist ja ganz klar, und bin ready. Oh nein, die reden. Settings.
Audio, Voice, Volume, aus, Apply, Confirm, Back. So, will euch nämlich gar nicht hören, Freunde. So, ist gut. Ja, das also das. Und, oh, wunderbar, es geht schon los. Also, wir spielen eine Runde und ab morgen dann hoffentlich mit vielen Leuten zusammen. Counselors can dodge heavy attack and block when in combat mode. Various things can affect counselors. Fear, being indoors, seeing a body, Jason being nearby, etc. Match starting in 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Yeah. Higgins Haven 1984. This can't be real. Ach so, ich muss wieder aufpassen, ich darf nicht laufen. Okay. Hallo, Überlebender. So, ich muss gucken, wie ich spielen kann, ob ich was sagen werde zwischendurch oder nicht. Bin ich wirklich unsicher, weil es wirklich ein Anspannungsspiel ist und man zwischendurch so wahnsinnig aufpassen muss, was man macht. Oh nein, ich wollte nicht placen, ich wollte sie nehmen. So, ist gut. Ich wollte gerade die Wehrenfalle hinlegen, Mädchen. Hat sie uns gerade eingeschlossen? Sie hat es eingeschlossen. Dann lege ich jetzt die... Kann ich das nicht auf den Boden legen? Okay. Kann ich scheinbar nicht auf den Boden legen. Dann ist das eben so. Warum kann ich die nicht... Ah, mit Maus. Alles klar. Eben war mit E, jetzt ist mit Maus. Gewusst wie? Ich habe das Gefühl, dass in der Nähe. Weil die Musik ein bisschen krasser wird. Ein bisschen intensiver, möchte ich sagen. Ein Schraubstock. Nehmen wir. Oh, hier ist noch ein bisschen ungewöhnlich. Ungewohnt mit der Maus. Aber... Ist das besser? Oh, er kommt. Aber ich gehe jetzt nicht genau in seine Richtung. Das ist ja dann oft so, wenn man dann rausgeht. Ich zeige euch mal ganz kurz. Naja, lieber nicht. Aber achtet mal auf die Karte rechts. Um mich herum bilden sich so kleine... Da habt ihr gesehen, bilden sich so kleine, wie Wellen. Das sind die Geräusche, die ich mache. Ja, also auch das ist ziemlich wichtig. Hallo. Ich habe schon eine Waffe. Es hakt noch ein bisschen nach, ne? Merkt so... noch nicht so schön. Das sind übrigens Wände, durch die dann entsprechend Jason durchbrechen kann. Da ist natürlich nichts drin. Ist ja immer so. Rechts ist das Campfire. Eigentlich suche ich irgendwie ein bisschen was Sinnvolles, so wie damit. Wo
Habt ihr gehört, ne? Er ist hier irgendwo. Ganz nah. Verdammt. Ich wollte doch nicht der Erste sein, der stirbt. Aber er scheint wieder weg zu sein. Irgendwas wollte ich gerade sagen, bevor das losging, aber egal. Ich gehe mal zum Trafohäuschen. Ja. Hallo. Hallo. Seh dich nicht. Gleich haut er mich an. Fuck. Ich komme hier nicht weg. Ich lauf mal. Risiko. Ja, jetzt seht ihr das, ne? Also diese Welle, die ich da mache. Entsprechend Lautstärke. Ne? Wenn also Jason jetzt in der Nähe ist, weiß er, dass ich hier bin. Da oben ist noch jemand. Scheinbar in dem Haus. Uah. Ja, ist das das Haus, wo ich angefangen habe? Hui. Ich möchte eigentlich irgendwie Firecracker oder irgendwie sowas haben. Ich möchte nämlich irgendwie den Jason auch ein bisschen wehtun. Boah, die haben schon alles durchsucht hier. Krass, ey. Ich mag das. Hier ist also dann die Straße, durch die man dann entkommen kann, ja? Er war hinter mir ja vorhin schon, aber er hat mich nicht gesehen. Ich habe ihn ja auch nicht gesehen. Ah, ich sollte aufhören zu laufen, das ist nicht gut. Ich mach so schon genug Geräusche. Was auch interessant ist, dass man, wenn man im Wald geht und dann so Hölzer zerbricht oder sowas, macht man entsprechend auch mehr Geräusche, als wenn man auf der Straße geht. Man fühlt sich vielleicht im Wald sicherer, aber macht mehr Geräusche. Okay, hier kann man entkommen. Das ist nicht so ein gutes Zeichen. Setzt irgendwelche Fähigkeiten ein. Jetzt ist bloß die Frage, macht das irgendwie in der Nähe von mir? Oder nicht? Oh, ist auch schon auf. Oh, ich bin im Kreis gelaufen. Super. Schuber! Ich will mal hin zu dem da hinten. Weil zusammen ist man weniger allein, ne? Ist weggelaufen. Hi! Rejoined. Dari rejoined. Rejoined. Starting. Match. Starting. Hä? Ach, jemand ist gegangen. Okay. Das ist dieses Messer, womit man dann Jason... Achso, geht scheinbar mit dem Ding drauf. Okay. Hi. Ist das CB-Funk? Nee. Ist das... Ja, ich kann... Du kannst das ruhig nehmen. Das ist gar kein Problem. Okay. Jetzt habe ich aber keine Waffe mehr, oder? Doch. First Aid Kit, wenn auch bloß ein kleines. Wenn mich Jason also packt und ich entkommen kann, kann ich mir damit selber wieder auf die Beine helfen.
heißt, ich laufe im Kreis. Das heißt, ich muss mal rüber nach links. Also dahin irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, da ist er auch irgendwo. Ja. Ich bin immer um das Campfire herum. Ist noch nicht so... noch nicht so clever. Gut. Dann gucken wir mal, was hier unten so abgeht. Aber wahrscheinlich laufe ich jetzt gerade... oder gleich Jason oder Benjamin. Upsie. Ich hab's gesehen. Fuck. Ah, dammit. Wo ist er? Ist noch an, okay. Aber das war gerade, Störung, das heißt, er ist in der Nähe. Da ist er. Nein, da ist jemand tot. Hi. Nur gib mir das mal. Das ist viel cooler, als was ich habe. Danke. Nein. Danke. Und ja, das ist ein toter Kopf, toter Body. Ein toter... Oh, aufhören zu laufen. Auto heil? Wahrscheinlich nicht, ne? Von 8 hat er schon. Krass. Also okay, ich bin auf jeden Fall nicht der Erste, das ist schon mal ganz gut. Aber ich bin auch sehr ineffektiv gerade. So, hier ist ab und an mal das Telefon, um die Polizei zu rufen. Das wechselt auch. Und wie es aussieht, diesmal nicht. Würde mich ja... Oh. Möchte ich bitte? Hä? Das ist komisch, warum das beim ersten Mal nicht klappt. Aber jetzt habe ich eine Axt. Damit kann ich Jason alleine attackieren. Hi! Okay, hat nicht geklappt. Ui! Patschi, Patschi! Ui, ui, ui! Ja, ich werd schon wieder. Also... Autsch! You died. Ach, erzähl. War doch bloß Kopf zermatscht. Oh, guck mal, wie der liegt. Alter. Spectate Players, ja. Mal gucken. Ha! Naja, also erste Runde ist in Anführungsstrichen geschafft. Ja. Ich überlege gerade, ob das ein interessantes Spiel ist zum Let's Playen. Weil es passiert so wenig. Und wenn was passiert, ist man weg. Naja, wir brauchen mehrere Leute, mit denen man sich verständigen kann. Und dann klappt das schon ganz gut, denke ich. Je länger man spielt. So, Mädchen, wo bist du hin? Die letzten beiden, ne? Ja. Ich lass das ruhig mal aktiv, weil man kriegt nämlich, das ist ein Spiel, wo man belohnt wird. Hallo Jason. Wo man belohnt wird dafür, dass man Runden beendet. Ne? Und kriegt daran dann XP, wie lange man durchgehalten hat und so. Also wie viel da man gestorben ist und so weiter. Hilfst du mir? No, yes. Ja, gut, das im Kreislaufen wird eine Weile funktionieren, aber irgendwann hat Jason wieder eine Fähigkeit und dann ist er Geschichte. Ja. Er scheint auf jeden Fall schon länger gespielt zu haben, weil er...
wollte gerade sagen, Environment Kills versucht. Aber jetzt hängt er scheinbar gerade fest. Oder, ja, okay, so geht's auch. Hat ihn erwürgt. Er wollte wahrscheinlich irgendwo mit ihm hingehen, aber hat nicht funktioniert. Gut. Einer ist noch. Eine. Sie hat eine Flare Gun. Also, wenn dann, der CB-Funk, dieser Typ gecallt wird, dann kann man damit zeigen, wo man ist. Oder man kann damit auch Jason direkt anschießen und ihn sozusagen für eine Weile stunnen. Und der scheint gerade zu kommen. Von wo? Er versucht irgendwas kaputt zu machen. Okay, die Tür versucht kaputt zu machen. Das heißt, er kommt da gleich wahrscheinlich durch. Da ist er. Hallo. So, sie steht hier. Ja, aber sie kommt nicht weg. Schade. Schade. Ja, das ist dann der Sieg für Jason. Hat er alle getötet? Er scheint also schon seit Release zu spielen. Oder ist einer der Entwickler, das kann natürlich auch sein. It's all done now, Jason. Your job is through. Return to Mommy. Return to Mommy. Ach, es ist schön. Es ist schön. Da, das meinte ich, ne? Man kriegt dann Bonuspunkte anhand dessen, was man gemacht hat. Ich war natürlich sehr ineffektiv, aber hab relativ gut überlebt und die Runde beendet. Ja, dann würde ich sagen, Returning to Lobby, aber das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte leaven und dementsprechend sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten Tagen hinbekommen. Ihr werdet jetzt ja sehen, wann auf dem Kanal das Let's Play richtig losgeht. Vielleicht werden wir auch das Wochenende einfach mal versuchen, uns einzuspielen, damit wir nicht ganz so unfähig sind. Vielleicht auch, wir schauen mal. Erstmal alles hinbekommen. Und dann starten wir hier richtig, hoffentlich zumindest. Wenn nicht, dann ist das auch kein Weltuntergang. Vielleicht streame ich dann ab und an mal hier Friday the 13th. Ich werde es auf jeden Fall suchten, aber ich weiß nicht genau, ob es ein richtiges Spiel ist, um es wirklich zu Let's Playen, weil man ja gar nicht reden möchte. Man will sich konzentrieren, ne? Aber wir schauen mal. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall bis hierhin fürs Zuschauen. Wenn ihr das Spiel selber haben wollt, ist es seit heute auf Steam verfügbar für, ich glaube, 36,99. Und wenn ihr das macht und mit mir zusammen spielen wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Ansonsten wünsche ich euch an der Stelle ein schönes Wochenende. Gehabt euch wohl und ich sage ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Entweder bei Friday the 13th oder bei einem anderen Spiel hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf und winke, winke, tschakka und ciao, tschüss.